Okay, weiter geht's mit Alan Wake. Ja, hier sieht man die schönen Fotos von Alan. Ja, Gangster und so. Okay, wir müssen erstmal den Wohnwagen verlassen. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Wir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Oh Dear Diner. Komm, Ruhe Was jetzt. darf ich Ihnen bringen? Barry, kommst du mit? Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Ich wäre aber ohne Zucker. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Okay, und jetzt sind wir uns erstmal. Randolph ruft die Polizei. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Okay, zum Auto gelangen. Wo ist denn das Auto? Ich hoffe, das Auto ist immer noch da, wo wir es geparkt haben. Sonst müsste ich, glaube ich. Oh, Moment. Radio. Und cool. Okay, da kann ich nicht rein. Tja, von wo kamen wir denn? Von hier oder nicht? Da hinten. Oh, da steht schon jemand. Dann nehme ich erstmal die Thermosflasche. Und dann gucken wir mal, wer das ist. Hallo? Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind! Was zum? Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wake! Kommen Sie, machen Sie es uns nicht so schwer! Hinterher! Aufschwärmen! Durchsuchen das Gebiet! Los, los, los! Ihr seid gefoltert, wie Okay, ich kann anscheinend länger laufen. Ach, doch nicht. Oh Mann, sind die hinter mir? Oh, ich sehe Lichter. Los, Alan! Rennen! Oh, Scheiße. Alan, los, 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 los. Oh! Da ist er! Nein! Hey! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Los, nein, 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 nein. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Ich bin aber schon durch, was jetzt? Oh, oh mein Gott. Ja, mein Gott, was soll ich denn? Oh! Schneller, Alan, schneller! Verdammt nochmal, wo ist der Held? Er ist entwischt! Ich kann nicht mehr rennen. Was? So, los, weiter, weiter, weiter. Alan, Alan. Komm schon. Komm schon. Ich hab's, glaube ich, geschafft, oder? Ich sehe niemanden mehr. Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Oh nein. Meine Skriptseite. Dafür ist Zeit. Dafür haben wir Zeit. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte,
schlug es die Augen auf. Okay, und hier geht's weiter im nächsten Part. Ciao, ciao.